Hallo, hier ist der Roland. Im heutigen Video für meinen Rolandroid Zauberwürfel-Blog möchte ich einmal über Bandaged Cubes sprechen. Ich kenne keinen wirklich guten deutschen Ausdruck dafür. Also irgendwie abgeklebt, bandagiert, wie auch immer man das nennen will. Also irgendwie gefesselt. Ich sage einfach Bandaged Cube. Wir sehen hier schon, worum es geht. Es werden ein paar Steine des normalen Zauberwürfels so verbunden, dass sich nur noch bestimmte Ebenen drehen lässt. In diesem Fall sieht man, sind diese Steine, also 1x, 2x3, fest miteinander verklebt. Ich kann also hier nur die obere Ebene drehen und die beiden, ja, ich halte es meistens so rum, die beiden, also die mittlere und eine Seitenebene. Ja, die Frage ist zunächst, was macht das für einen Sinn? Was hat man davon, wenn man mit so einem Bandaged Cube rumhantiert? Das eine ist, man bekommt quasi zum Nulltarif einen neuen Zauberwürfel, denn man hat wahrscheinlich irgendwann mit dem normalen Würfel den Dreh raus. Und wenn man aber bestimmte Blocks hier miteinander verbindet, dann versagen die bisherigen Lösungssysteme und man muss sich eben was Neues einfallen lassen, wie man zum Beispiel in diesem Fall eben meinetwegen das gelbe Kreuz macht, ohne irgendeine F-Drehung machen zu können. Die sind ja alle blockiert. Ja, das macht die Sache durchaus spannend und es gibt noch einen zweiten Anwendungsfall. Wenn man so zum Beispiel diesen 1x2 mal 3 Bandaged Cube kann, dann kann man auch dieses Gebilde lösen. Denn dieses Gebilde, das habe ich ja schon mal vorgestellt, besteht aus zwei Mirror Cubes, die zusammengesetzt wurden. Und zwar dergestalt, dass man, wenn man die eine Hälfte wegdreht, sieht man hier genau das, was wir hier haben. Wir können oben eine Ebene drehen und wir können seitlich eben, na, können seitlich hier zwei Ebenen drehen, genau wie hier. Das heißt, wenn man dieses Lösungssystem beherrscht, dann hat man keine größeren Probleme zu erwarten, wenn man den hier lösen kann. Abgesehen davon, dass sich halt die Form ändert, aber das ist ja bei jedem Mirror Cube der Fall. Also das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, um das erst einmal zu testen, ob das einem Spaß macht mit diesen Bandaged Cubes und mit den daraus sich ergebenden Lösungsmethoden. Und zum Zweiten ist es vielleicht eine Anregung, wenn man merkt, das gefällt einem, sich dann eben auch mal solche Teile zu kaufen. Die gibt es für wenig Geld, der kostet ungefähr 10 Euro bei der Firma Lightake, also in Hongkong, versandkostenfrei dort zu bekommen. Ja, wo wir schon dabei sind, zeige ich das hier nochmal kurz. Also ich hatte gerade schon demonstriert, wenn ich die eine Hälfte runterdrehe, dann ist die andere Hälfte ein Bandaged Cube mit diesem Block hier, also zwei sozusagen, nicht irritieren lassen, dass man drei Felder sieht, aber es ist ja nur die oberste Ebene frei, also es sind zwei verklebt und in der Richtung ist nur einer verklebt, weil die anderen beiden Ebenen frei sind. So, und wenn man dann diese Hälfte gelöst hat, dann dreht man das Ganze um, dreht den Teil weg und hat hier wieder genau dasselbe. Wieder oben eine Ebene frei und seitlich zwei Ebenen frei. Ja, also das ist der erste Bandage Cube. Den habe ich auch, um Teile wie diesen hier zu lösen, habe ich den eben auch erstmal, weil ich mit diesem hier und einem anderen, den ich gleich zeige, nicht so gut zurechtkam, habe ich das erstmal mit dem normalen Zauberwürfel probiert, um da die Orientierung zu gewinnen. Dann kann man natürlich auch einen anderen Bereich abkleben. Anstatt 1x, 2x3 kann man zum Beispiel auch 1x, 1x3 abkleben mit diesem Streifen. Dann hat man hier nach wie vor zwei Ebenen frei, rechts und Mitte. Und man hat hier eben auch die mittlere und die obere Ebene frei. Dieses Gebilde hat dadurch ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber F-Drehungen sind nach wie vor auch blockiert. Ich werde zu den einzelnen Bandaged-Versionen werde ich wahrscheinlich Lösungstutorials machen und wenn das gewünscht ist, eben auch zu den dazugehörigen siamesischen Cubes. Das hier, dieser silberne, war ja ein Siamese, der aus zwei Würfeln zusammengesetzt ist, wie siamesische Zwillinge. Und dieses Gebilde auch und das entspricht dem. Wir sehen, es ist ein Block von 1x, 1x3 ist zusammengesetzt. Ich habe oben beide Ebenen frei, die und die. Und in der Richtung habe ich eben auch beide Ebenen frei. So, und das gleiche gilt, wenn man dann den einen Würfel gelöst hat, auch für den anderen. Oben zwei Ebenen frei und eben seitlich
seitlich auch. Ja, jetzt sehen wir also schon zwei verschiedene Varianten des Bandaged Cubes. Einmal 2x3, einmal 1x3. Das geht natürlich auch noch weiter. Ich habe hier noch einen weiteren Würfel, den habe ich dann mal 2x2 mal 3 beklebt. Ich hatte die Idee schon mal irgendwann vor 30 Jahren mit dem Originalzauberwürfel. Da hatte ich einen Billigwürfel, da habe ich auch einen solchen Block. Fein säuberlich mit Tesa, das sah besser aus als hier. Und man kann also dann nur noch diese Ebene drehen und diese. Und mit dem damaligen Lösungssystem hatte ich keine Chance, das jemals zu lösen. Allerdings heute ist es kein Problem. Ich kann es mal ganz kurz zeigen, vermische ich den. Also das ist jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen Friedrich-Methode oder so kann, nicht komplett, aber so ein paar Basics, dann ist das gar kein Problem. Denn wenn man jetzt zum Beispiel, mag das vielleicht mal reichen, mehr kann man ja nicht mischen. Wenn man jetzt versucht hier, wir müssen dann jetzt hier unten, ach der steht zufällig schon richtig, unpraktisch, zum Demonstrieren unpraktisch. Wenn man hier versucht, das Kantenkreuz der untere Ebene, was normalerweise weiß ist, zu machen, ich hätte es auch so rumhalten können, dann hätten wir weiß. Ach, da steht er auch schon richtig. Also nochmal mischen. So, nehmen wir es so, dann ist weiß unten, das ist ja dann entspricht der Beschreibung in der Anfängermethode, aber man kann es natürlich genauso gut mit Rot unten lösen. So, wenn wir jetzt also hier versuchen, das weiße Kreuz zu machen, dann stellen wir schnell fest, der weiße Würfel, der kann sich gar nicht gewendet haben über diese zwei Ebenen. Das geht gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit, wie der jetzt andersrum sitzen könnte. Wenn er auf der Oberseite ist, steht er immer mit weiß nach oben und wenn ich ihn dann nach unten drehe, steht er schon direkt richtig. Also wenig Problem. Dann ist das nächste jetzt hier der grün-orange-weiße. Der sitzt zufällig schon drin. Dann drehen wir den so rum rein. Hier hinten der, da ist er, auch reindrehen. Und jetzt kommt die spannende Sache. Normalerweise würde ich jetzt hier hingehen und, wo ist er denn? Ach, der sitzt da drin. Dann fangen wir auf der Seite an und würde diesen da einbauen mit nach links stellen und dann aber hier kann ich keinen Slot öffnen. Da muss man sich also was Neues ausdenken. Und da habe ich einmal probiert, was passiert, wenn ich diesen Zug mehrfach wende. Und dabei habe ich festgestellt, der Platz, der hier oben ist, landet dann hier an dieser Kantenstelle. Das heißt, ich muss den Stein, den ich da haben möchte, erst hier links über die freie Ebene stellen. Und jetzt kann ich hingehen und kann also diesen hier einmal mit Sexy Move links ausbauen. Jetzt steht er drüber, aber falsch rum. So rum kann ich ihn nicht einbauen, wie man es normalerweise machen würde. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als hochzudrehen. Zweimal rum, schließen den Slot und zurückstellen. Jetzt steht er, so wie wir es auch schon kennen, mit weiß nach oben. Das heißt wieder hochdrehen, zwei rum, schließen und zurück. Und jetzt passiert genau das, worauf wir gehofft haben. Jetzt steht er mit der weißen Seite nach links und jetzt kann ich einen ganz normalen Slot öffnen, reindrehen und dabei kommt die richtige Kante mit und Slot schließen. Also, damit ist er jetzt drin und hier steht jetzt auch schon direkt richtig rum die Kante, die hier hin soll. Ansonsten müsste ich sie mir jetzt noch hier hindrehen, wenn sie zufällig woanders wäre. Aber sie kann ja nur hier oben irgendwo sitzen. Ist also kein Problem. Und da ist das gleiche Spiegel verkehrt. Das heißt, wir bauen den erst einmal aus mit Sexy Move rechts. Und jetzt müssen wir ihn zweimal durchdrehen, zurück, zweimal durchdrehen, zurück. Und jetzt beim dritten Durchgang sozusagen kommt er dann mit. Also immer einmal, zweimal, zweimal und dann nochmal einmal. Ja, ich werde das vielleicht demnächst nochmal ausführlicher zeigen. So, jetzt bleibt nur noch die obere Ebene. Wir haben jetzt die unteren fertig. Und es gibt ja so eine schöne Tabelle, die ich in meinem Blog veröffentlicht habe, wie man die obere Ebene machen kann. Nur mit Sune und Sune gespiegelt. In dem Fall haben wir jetzt hier, also erst vielleicht noch sagen, die Anfängermethode hilft uns hier nicht weiter, denn da müsste ich Rulu Rulu machen können. Also R, U oder U' in dem Fall. Und bei L' hört es dann schon wieder auf. Da komme ich also nicht weiter. Deswegen bleiben mir hier nur die Grundlagen der Friedrich-Methode, um das Ganze zu lösen. Und in dem Fall haben wir die klassische Sune-Anordnung schon. Hier links, die Ecke zeigt schon nach oben und die stehen jeweils immer, wenn man drauf guckt, am rechten Platz. So, also Sune. Und schon haben wir alle oben und wir müssen jetzt nur noch
mit einem U-Perm, diese drei tauschen. Von vorne nach rechts, von rechts nach links. Und das ist dieser hier. Und damit haben wir ihn fertig. Das nur kurz zur Demonstration, aber ich zeige lieber noch ein paar weitere Bandaged Cubes und deren Anwendung. Für den habe ich also bisher keinen Umbau, wobei ja auch denkbar wäre, auf die Art und Weise zwei siamesisch zu verbinden, dass die so einen großen Block gemeinsam haben. Habe ich aber bisher nicht. So, der nächste Umbau. Wir haben jetzt also einmal, einmal drei, einmal zweimal drei, zweimal zweimal drei. Was noch bleibt, ist zweimal zweimal zwei. Und wer meinem Blog regelmäßig folgt, was ich nur empfehlen kann, der kennt das vielleicht schon. In dem Fall habe ich also, halten wir es unten, meinetwegen unten hinten, ist egal. Ich habe die F-Ebene frei, die R-Ebene und die U-Ebene. Ja, also drei, ich kann schon in allen drei Ebenen arbeiten, aber ich habe halt diesen einen Block fest. Und das habe ich schon mal gezeigt in Verbindung mit diesem schönen Gebilde. Denn das ist außen ein 2x2, aber innen drin ist es ein 3x3, wo eine Ecke, nämlich diese hier, genauso fest steht, wie wir es hier eben auch sehen. Da gibt es also schon Erklärungsvideo zu. Und nach dem gleichen System arbeitet auch dieser Fused Cube. Ich weiß nicht, warum man den nicht siamesisch nennt. Vielleicht ist es siamesisch, wenn die über die volle Breite verwachsen sind. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Und der wird jedenfalls irgendwie Fused Cube genannt. Die stecken also auch verbunden mit einem Block von 2x2x2, genau wie es hier abgeklebt ist auf dem. Und ich habe also hier die Möglichkeit, jeweils jeden Einzelwürfel in drei Ebenen zu drehen. Ja, das gehört also thematisch zusammen, diese drei. Der Fuse Cube ist so langsam eng, muss ich die anderen mal nach hinten schieben, den kennt ihr ja jetzt. Und das sind also die verschiedenen Varianten von einem 3x3 Bandaged Cube. Mehr halte ich da eigentlich nicht für sinnvoll. Gut, man könnte theoretisch auch noch hingehen und einmal, zweimal drei verkleben, aber dann ist der Freiheitsgrad schon so groß, dass man da keine besonderen Probleme kriegt. Was man auch machen kann, ist natürlich den Zweierwürfel verkleben. Da macht es eigentlich nur Sinn, wenn man zwei Stück miteinander verbindet, mehr nicht. Dann hat man immer noch die R- und die U-Ebene frei, aber eben keine F-Züge mehr. Ist nicht besonders kompliziert, aber wollte ich der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Und was man natürlich auch machen kann, die ganzen Spielereien an einem 4x4. Diese Version hier, wo ein Block von 1x2x4 verklebt ist, die habe ich mir so hergestellt und das erstmal probiert, weil der berühmte Tony Fischer hatte einen siamesischen 4x4, der auf diesem Stück also dann den zweiten Würfel ansitzen hatte. Und da wollte ich erstmal sehen, ob ich, also es hat den eBay versteigert. Und da wollte ich, bevor ich da mitbiete oder ich glaube, es war Sofortkauf, bevor ich mir da eben so einen Würfel gönne, wollte ich erstmal sehen, wie schwierig das ist und habe dann also hiermit probiert. Das ist nicht ganz trivial, man muss eben sehen, dass man hier diese Kantenpaare vernünftig hinkriegt. Das geht alles, ich mache da auch gerne mal ein Lösungsvideo zu. Als ich dann wusste, ja doch, der macht Spaß, das ist eigentlich eine nette Variante, bietest du mit, da waren die aber schon alle verkauft. Ja, Pech gehabt, kommt vielleicht wieder. Im Moment verkauft dann 5x5 als siamesischen. Hier ist der Fünfer, aber da muss ich sagen, da finde ich das im Moment. Da sind natürlich 100 Varianten denkbar. Ich kann natürlich nur zwei verbinden, drei Steine oder diesen Block oder. Also da könnte man, wenn man einen 5x5 bandaged machen will, hat man da natürlich massig Möglichkeiten, die Freiheitsgrade einzuschränken und bestimmte Ebenen zu blockieren. Ich beschränke mich jetzt erstmal auf die Dreier und werde dazu jeweils mal verschiedene Tutorials machen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt sie am besten im Blog. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.